Hallo Filmefreunde, hallo YouTube-Freunde, hallo Gaming-Freunde und ja, allesamt willkommen auf dem Kanal JK's World 101 mal wieder. Und hier endlich das lang ersehnte, lang angekündigte Mega-Update. Wie ich schon sagte, es wird auch in vier Teile gesetzt werden. Erster Satz Allegro an Dante, an Onkel und an Tante Erika. Nein, falsch. Natürlich ein typischer Autowitz, allerdings ja, vier Teile. Darunter erstmal so ein Gaming-Update, dann ein Film-Update und dann zwei Special-Updates. Es ist eine Menge dazu gekommen und ich will auch einfach ohne lange sprechen, einfach gleich mal zu Potte kommen. Viel Spaß beim ersten Update, dem sogenannten Gaming-Update. Ja, das erste ist, wie gesagt, das Gaming-Update jetzt hier und hier. Habe ich eine kleine Konsole bekommen, wiederbekommen, muss man auch ehrlich sagen. Ich habe das mit einer Edition von einem Spiel getauscht. Und ich muss ehrlich sagen, ich freue mich, dass ich die wieder habe. Konsole Nummer 24, ich habe die damals verkauft, aufgrund der Wii, die ich mir geholt hatte. Weil ich auch GameCube-Spiele abspielen konnte. Aber ich freue mich, dass ich sie wieder habe. Meinen süßen GameCube! Yay! Natürlich mit einem Originalcontroller, den ich schon lange immer mal wollte, weil ich einen Controller habe, der total schwerfällig ist von dem Stick hier. Und deswegen freue ich mich, dass ich jetzt den GameCube wieder habe. Dankeschön, wie gesagt, an meinen Arbeitskollegen. Ja, und dazu habe ich dann eben ein paar Sachen bekommen. Unter anderem erstmal so eine kleine Ultimative Sheets Collection. Ist jetzt nicht weiter erwähnenswert sonst. Ist jetzt eben sonst für kleine Schieße mal für zwischendurch. So, jetzt komme ich zu zwei Spielen, die ich mir aber so geholt habe. Das ist einmal FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2002 aus Korea und Japan. Witziges Spiel, komische Steuerung, dennoch aber ziemlich spaßig. Genauso wie NHL 2004. Beides schöne Sportspiele. Ich bin ja sowieso Eishockey-Fan, deswegen wollte ich das holen. Und das hatte ich auch damals, jetzt habe ich es wieder und ich freue mich sehr darüber. Ganz witzig bei NHL 2004, das ist echt eine DVD-Hülle. Man sieht es auch hier, sonst sind die GameCube-Versionen immer schwarz. Die haben natürlich hier immer diese kleinen Discs, aber man sieht hier so schön, richtig schön diese DVD-Umrundung. Schon sehr, sehr geil. Gut, dann kommen wir zu den Spielen. Und ja, da habe ich dann. Die habe ich dann allerdings vom Arbeitskollegen bekommen, alle. Da haben wir zuerst WWE Day of Reckoning. Ja, nettes kleines Spiel, komische Steuerung zwar, aber dennoch, man kann es mal spielen. Das ist jetzt nicht so unbedingt so das Meisterwerk, finde ich. Dann habe ich bekommen eine, ja, eine Versoftung eines Films, Terminator 3, The Redemption. Auch hier, genauso wie bei WWE Day of Reckoning, auch hier sehr komische Steuerung, dennoch, ja, für zwischendurch mal nettes kleines Spielchen. So, dann haben wir hier zwei Spiele aus dem gleichen Fachkreis, kann man schon sagen, einfach. Das ist Tony Hawk's Underground 2 und American Wasteland. Beides sind mit nur guter Steuerung, einer typischen GameCube-Grafik, wobei ich aber allerdings sagen muss, mir gefällt American Wasteland besser als Underground 2. Was ich aber sehr cool finde, ist, dass beide einen Classic Mode haben, also mit den klassischen Levels. Muss ich ehrlich sagen, gefällt mir. Und von zwischendurch ist das auch ganz nettes Spielchen. Dann habe ich hier wieder zwei Spiele aus dem gleichen Fachkreis. Nach Tony Hawk hier. Dann Splinter Cell, Chaos Theory und Pandora Tomorrow. Genau. Und Chaos Theory ist natürlich mit Doppeldisc tatsächlich hier rausgekommen. Was ich schon mal sehr cool finde. Ich hatte mal einen von, ich glaube, das war Pandora Tomorrow, hatte ich mal auf der PlayStation 2. Da habe ich dann die Lust so ein bisschen verloren dann irgendwie. Aber jetzt durch die GameCube-Auflagen hier mal wieder, mal auch kurz mal gespielt und ich muss sagen, die Steuerung ist okay, also Steuerung kann man, finde ich, ein bisschen besser. Dann hier mal wieder ein Spiel, ja, was ich auch lange nicht mehr hatte. Ich hatte es damals für die PS2,
Jetzt habe ich zwar die geschnittene Fassung wieder, Turok Evolution. Ja, aber nett, mal so ein auf selbst auf Jurassic Park zu machen und Dinos zu killen, die dich angreifen. Ja, ist ein nettes Spiel. Wie gesagt, ist allerdings die 16er Fassung, das heißt geschnitten, kein Blut und die Leichen verschwinden. Ist natürlich blöd, aber dennoch akzeptables Spiel. Kann man noch spielen. So, das nächste ist Mario Golf Toadstool Tour. Ja, ich hab's auch mal kurz gespielt und ich muss sagen, war schon recht amüsantes Spiel. Ist jetzt nicht so. Ich finde es jetzt vielleicht nicht so ganz cool wie das Fußballspiel oder andere Mario-Sportspiele, aber dennoch akzeptabel kann man schon spielen. So, und jetzt kommen wir schon zu den etwas höherwertigen Spielen, die allesamt auch unter den die vielfach auch unter den Top 20 der besten GameCube-Spiele sind. Angefangen tue ich allerdings erstmal mit Pokémon Colosseum. Ich bin zwar jetzt nicht so der Fan von den Pokémon-Spielen, ich muss allerdings sagen, mir gefiel diese 3D-Version mit den Pokémon ziemlich cool. Ja, aber sonst, ja, für zwischendurch mal könnte man das spielen. Aber ja, bin jetzt allerdings, wie ich schon sagte, nicht so ganz der große Pokémon-Fan. So, das nächste Spiel ist, ja, zurzeit läuft der Film ja noch in den Kinos. Star Wars Rebel Strike Rogue Squadron 3. Ich hatte den Vorgänger für den GameCube. Das war das allererste Spiel. Der zweite Teil ist ja auch, war ja auch ein Launch-Titel für den GameCube. Und ich muss ehrlich sagen, ich liebe es, diese Flugmission zu machen. Weil mit einem X-Wing andere Zerstörer oder was weiß ich runterzuholen, ist schon sehr, sehr witzig gemacht. Und die Grafik ist auch super genial. Zwar finde ich die Laufmission ein bisschen lahm, aber dennoch ein sehr, sehr cooles Spiel, was mir sehr gut gefällt. Wer ein GameCube hat, und dieses Spiel hat, ist schon ein ziemlich witziges Spiel. So, jetzt haben wir wieder zu zwei Titeln des gleichen Franchises. Und hier haben wir auch wieder eine Versoftung, das heißt einfach nochmal ein Film zu einem Spiel geworden. Und die hatte ich beide auch, oder eins hatte ich auf der PS2, eins hatte ich für den GameCube. Das sind die Herr der Ringe-Teile. Die zwei Türme, das hatte ich damals für die PlayStation 2. Und die Gerücke des Königs auf dem GameCube hatte ich auch. Ich freue mich, dass ich die habe. Sind coole Spiele, machen auch Spaß, wenn man dann vor allen Dingen mit seinen eigenen Helden dann mal durchlatschen kann und dann auch mal ein paar fiese Orks abschlachten kann. Saufwitzig spannend, macht Spaß. Die beiden Spiele kann man auf jeden Fall zocken. So. Dann kommen wir jetzt hier zu einem, ja, zu einem Spiel nämlich, was auch in den Top 20 ist. Gerade, okay, der erste Teil zwar, aber er gehört in der gleichen Reihe und ich muss sagen, mir gefällt, ich wollte es sowieso immer haben, das ist Metroid Prime 2 Echoes. Macht schon Spaß, zu spielen, hat eine etwas gewöhnungsbedürftige Steuerung, dennoch aber ein sehr, sehr cooles Spiel, was mir sehr viel Spaß macht. Ich kann wirklich da nur sagen, kann man sich auf jeden Fall ansehen. Kann man sich auf jeden Fall spielen. So wollte ich sagen. Ja. Dann kommen wir, ja, dann kommen wir zu, ja, zu einem der besten Rennspiele, allgemein genannt. Es ist Need for Speed Underground 2 und ich muss ehrlich sagen, ich liebe diesen Titel. Ich finde zwar den Erstling ein bisschen besser. Auch, obwohl, kann man nicht sagen. Also, erste Teil hatte gute Sachen, der zweite Teil hatte gute Sachen. Was ich, das Einzige, was ich an dem Spiel nicht so ganz mag, das ist wirklich dass die Story im Comic-Look erzählt wird. Was die danach folgenden Spiele eher in Cell-Shading machen, so ein bisschen, macht der hier völlig im Comic, das mag ich jetzt nicht so. Aber dennoch ist das ein sehr, sehr gutes Rennspiel und gilt als eines der besten Tuning-Rennspiele. Ja, aller Zeiten kann man schon sagen. Und die Tuning-Vielfalt ist hier gigantisch. Also man kann ja sogar selbst auch SUVs auftunen und das ist wirklich schon atemberaubend, was die hier aus diesem Spiel gemacht haben. Respekt EA. Viele
würden jetzt EA ein bisschen verurteilen aufgrund der letzten Zeit. Gerade die Gamer haben es ja mitbekommen, aber dennoch muss ich ehrlich sagen, ich bin ein Fan noch von EA. Also gebe ich ehrlich zu, ich habe Gott sei Dank nicht die Probleme mit Battlefront, weil ich das Spiel auch noch nicht habe. Und deswegen, gut, wollen wir aber nicht abschweifen, kommen wir zum nächsten Spiel. Das ist F-Zero GX, auch wieder so ein kleines Rennspiel. Die meisten sind natürlich mit euch aufgewachsen, mit dem Super Nintendo F-Zero. Ich muss sagen, ich wollte es auch hier ständig haben, diesen Teil, und ich muss sagen, ich finde ihn absolut geil. Hat es geiles Tempo, geile Steuerung, nette Grafik. Absolut must have für den GameCube, muss ich ehrlich sagen. Ja, und jetzt kommen wir wirklich zu den Spielen, die alle in den Top 10 sind. Super Mario Sunshine. Ja, großartiges Spiel. Ich finde, die Steuerung ist gut geworden. Nette kleine Grafik. Macht schon Spaß. Mal wieder auch ein Mario-Titel. Dann habe ich hier Zelda The Wind Waker. Auch in den Top 5 der besten GameCube-Spiele. Ja, ich habe es nur bisher ganz kurz gespielt. Deswegen kann ich jetzt auch nicht so viel dazu sagen. Das, was ich bisher gespielt habe, war, naja, so lala. Ich bin jetzt nicht so der große Zelda-Fan. Deswegen, trotzdem aber, gebe ich dir noch eine Chance. Werde ich auch auf jeden Fall schon noch mal spielen. Ganz im Gegensatz zum nächsten Teil, den mag ich auch, das Spiel. Weil vor allen Dingen, ich habe das damals mal kurz gehabt. Dann habe ich verloren, dann habe ich es irgendwie fallen lassen, irgendwie für die Zeit. Und jetzt habe ich es neu, Luigi's Mansion. Ja, hier der Hauptakteur mal nicht Mario. Es geht natürlich um Mario, aber der Hauptakteur ist hier sein Bruder Luigi. Ja, der hat eine Villa gewonnen und in dem er spukt. Ja, und dann macht er einen auf Ghostbusters. So, und jetzt kommt ein Spiel, was ich absolut liebe. Ich wollte das Spiel schon immer mal haben, ganz ehrlich. Und endlich habe ich es bekommen durch meinen Arbeitskollegen. Super Smash Bros. Melee. Oder Melee. Egal wie man es ausspricht, es ist für mich das beste Fun-Prügelspiel aller Zeiten. Es macht Spaß, vor allen Dingen mit Freunden zu spielen. Sau geil, kann ich einfach nur sagen. Und es macht mir absolut Spaß mit diesem Spiel. Und sollte man auf jeden Fall gespielt haben. So, und jetzt kommen wir natürlich, es gehört zwar auch zu den meistverkauftesten Spielen, allerdings eher der vierte Teil ist das meistverkaufteste Spiel für den GameCube. Der vierte Teil, ich habe aber hier das Remake von 1996 und jeder weiß vielleicht schon, worum es geht. Jedenfalls die meisten, ich zeige nur Biohazard. Okay, besser Resident Evil, weil der neueste Teil heißt ja eher Biohazard. Aber dennoch muss ich ehrlich sagen, ich muss dazu, glaube ich, nicht mehr viel sagen einfach. Jeder weiß, dass ich davon Fan bin. Absolut astreine Grafik, absolut astrein Grafik, Gameplay, stimmt alles. Und ich muss ehrlich sagen, die Wassereffekte, sowohl für den GameCube damals, als auch in der heutigen Zeit, sind die besten Grafiken, die ich je gesehen habe. Ganz ehrlich, was die hier rausgezaubert haben, das sprengt den GameCube. Ja, das sind meine Spiele. Ja, als nächstes kommen dann jetzt gleich noch die Filme. Ja, und herzlich willkommen zum nächsten Teil meines Mega-Updates, Part 2 jetzt mit den Filmen natürlich. Und jetzt wird es natürlich interessanter. Ich fange auch gleich an, denn ich habe eine Menge hier vor. Da habe ich zuerst hier zwei Stand-Up-Comedians, die ich sehr mag. Da habe ich einmal Pussy Terror mehr von Caroline Kebekus. Was heißt hier von? Mit Caroline Kebekus. Weil ja letztes Jahr auf ihrem zweiten Programm war saumäßig witzig. Die Frau ist einfach der Knaller. Mir macht die immer wieder Spaß zuzusehen und das ist eine echte freche Schnauze. Dann habe ich hier einen Newcomer, seit über fünf Jahren ist er schon unterwegs, das ist Kristall. Auch der macht mir sehr viel Spaß, ich mag seine Witze, er ist wirklich sehr amüsant und das noch als junger Spund mit um die 25, so war das. Macht schon richtig Spaß, ich gehe in diesem Jahr auch noch zu ihm hin.
zu seinem neuen Programm und jetzt kommt Papa oder so. Und ja, diese beiden habe ich mir geholt. Ich freue mich. Sind zwei klasse Stand-Up-Comedians. So, dann habe ich hier, jetzt wird es aufgebaut. Von Kinderfilmen so ein bisschen zu Action und Blockbustern und natürlich dann zum Schluss zum Horror. Da komme ich jetzt zu einem Film, den ich damals beim Andi beim ersten Mal gesehen habe. Ich entschuldige mich für das Husten. Das ist Angry Birds. Ich finde den saumäßig witzig, hat richtig geile Komik drauf. Und ja, ist natürlich mal wieder eine Videospielverfilmung. Aber eine gute geworden, macht richtig Spaß, den anzugucken. Dann habe ich jetzt hier endlich mir mal geholt Die Eiskönigin auf der Blu-ray mit diesem richtig schönen glänzenden Optikcover. Ja, Disney ist nicht verkehrt, ist für jeden etwas, für Jung und Alt. Auch dieser Film ist hier sehr gut gemacht worden. Hat schöne Aufnahmen, tolle Sachen. Und ich muss ehrlich sagen, mir gefällt's hier. Der Film ist richtig nett gemacht worden. Die Optik ist cool, die Animationen sind wieder absolut rein. Das ist typisch Disney, der Megakonzern. Ja, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Ach ja, Angry Birds gebe ich 8. 5, dem gebe ich sogar noch so 8 bis 8,5. Und ja, jetzt kommen zwei deutsche Filme. Das ist einmal Vieh gegen die Bank von und mit Till Schweiger. Und dann noch mit Matthias Schweighöfer, Michael Bulli Herbig und Jan-Josef Liefers. Vier hochkarätige deutsche Schauspieler. Ich muss ehrlich sagen, wer jetzt hier wieder sagt, ach du Scheiße, Till Schweiger oder Matthias Schweighöfer, seht ihn euch an. Die bekommen echt was auf die Schnauze. Ein schöner Raub. Ist so ein bisschen Ocean's 11, 12, 13 Style. Absolut witzig. Und jeder bekommt was auf die Schnauze. Da, dem würde ich sogar noch 9 Punkte geben. Weil der Film ist einfach absolut witzig. Dann Honig im Kopf. Honig im Kopf. Auch wieder ein Film von und mit Till Schweiger. Und der Tochter sogar Emma Schweiger. Und natürlich einem Klassiker Dieter Hallervorden, ein deutsches Urgestein in Sachen Film, Schauspieler. Ein sehr dramatischer, guter Film. Hat sowas ein bisschen von Drama, was Komödie und was zum Lachen auch dabei. Also wirklich, mit 139 Minuten ist das wirklich ein sehr, 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 sehr netter Film. Und dem würde ich jetzt auch so 8 bis 8,5 geben. Dann habe ich hier die Nacht im Museum Trilogie und ich freue mich, dass ich die endlich komplett habe. Ich habe jetzt den ersten Teil jetzt aus der Sammlung geschmissen, den zweiten Teil auch aus der Sammlung. Dafür habe ich mir jetzt die Trilogie geholt und ich muss ehrlich sagen, ich mag die Trilogie. Klar, der erste Teil, es geht nicht um den ersten Teil, den finde ich am besten. Aber die 2 und 3 machen auch sehr viel Spaß, haben tolle Effekte, gute Schauspieler und natürlich Robin Williams. Rest in Peace. Also, da muss man schon ehrlich sagen, super Trilogie, der erste Teil bekommt 8,5, der zweite Teil bekommt 8 und der dritte 7 bis 7,5. Ich entschuldige mich, dass ich so husten muss, ich bin ein bisschen erkältet, deswegen... So, dann kommt der nächste Film und ja, viele mögen den zumindest. Das ist Baywatch. Ich muss ehrlich sagen, ich mag den Film. Wenn man den einzeln sieht, muss man ehrlich sagen, ist es eine richtig schöne Unterhaltungskomödie. Wenn man den zur Serie sieht, ist das jetzt ein bisschen schwach. Trotzdem, aber Dwayne Rock Johnson dreht zurzeit alles, was er gerne will. Und ich muss ehrlich sagen, mir tut's nicht weh. Ich mag ihn als Schauspieler. Er macht eine gute Rolle. Zac Efron macht auch eine gute Rolle. Und die Frauen erst recht. Typisch, Mann. Dann habe ich hier das Original. Ich habe ja schon das Remake im letzten Jahr gesehen. Oder den zweiten Teil. Der ist sehr aufgebaut auf den zweiten Teil. Flatliners. Obwohl doch eher Remake. Und ich muss ehrlich sagen, mir gefiel das Original doch wesentlich besser als dieses Remake. Ich sag's jetzt mal Remake. Und mit Kevin Bacon, Julia Roberts, Kiefer Sutherland sind wirklich hochkarätige Schauspieler mit dabei. Mit einer tollen Optik, tollen Geschichte. Ich finde den Film interessant mit seiner
Geschichte dahinter, der Nahtoderfahrung, das muss man ehrlich sagen, das ist wirklich ein klasse Film. Das Original bekommt von mir 7,5. Ja, und jetzt kommen wir, ja, wie sollte das auch anders sein, zu My Buddy. Da hinten ist er, zu Will Smith mit Wild Wild West in dem Steelbook hier. Ich finde, das Steelbook ist schon nice geworden. Hat hier eine schöne Optik mit dem matten und doch matt und doch ein bisschen glänzend. Gut, das würde jetzt hier ein bisschen stören, aber nun gut. Hinten haben wir dann die ganze Inhalt und Information und die technischen Daten. Ich finde, der Film ist schon ganz witzig. Ist eine nette kleine Rolle für Will Smith. Hat ja damit, bei diesem Film hat er ja leider abgesagt zu Matrix. Hätte ihn bestimmt besser getan, Matrix, gebe ich ehrlich zu. Ja, jetzt kommen wir allerdings jetzt zu einem nächsten großen Film. Einfach einer der größten Blockbuster unserer, ja, nicht unserer Zeit, aber schon aller Zeiten. James Cameron. James Cameron ist bekannt für seine Riesenblockbuster. Siehe Avatar, siehe Terminator 2. Oder war das? Ich bin heute nicht so ganz da, deswegen. Wenn, dann tut's mir leid. Aber ich spreche jetzt hier vom 97er Kinohit, der erfolgreichste Kinofilm aus dem Jahre 1997 und sehr lange geblieben. Titanic mit 12 Oscars. Und ja, muss man dazu noch was sagen? Ich glaube nicht. Titanic, All-Time-Fave für vielermann, gerade die Frauen mögen ja auch Titanic. Es gibt aber auch Ausnahmen, deswegen, aber ich muss ehrlich sagen, Titanic ist schon sehr, sehr guter, opulenter, typischer James Cameron-Film. Wie gesagt, wenn ich mich hier und da ein bisschen verspreche, muss ich ehrlich sagen, tut's mir leid. Allerdings, Baywatch würde ich jetzt übrigens noch einzeln gesehen. Ja, so 6 Punkte geben. Wenn man einzeln sieht, wenn man zur Serie sieht, würde ich ihm noch 3 geben. Flatliners habe ich gesagt, 7,5. Wild Wild West habe ich leider auch nicht gesagt. Wären dann so 7,5 und Titanic, ja. Da muss man, glaube ich, eher weniger was sagen. Also der bekommt von mir definitiv hohe 9. Ja, jetzt kommen wir zu einem sehr viel kritisierten Remake. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich finde die Optik geil. Inhaltstechnisch finde ich das Original viel, viel besser. Ein Remake zu einem Paul Verhoeven-Film. Ja, und ich glaube, es ist Robocop. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich mag die Optik, ich mag Michael Keaton auch hier drinne. Ich finde ihn nur ein bisschen zu, ja, ein bisschen lahmarschig, gebe ich ehrlich zu. Im Gegensatz zum Original, was ja sehr lange Zeit indiziert war, muss ich ehrlich sagen, hat der jetzt hier so einiges nicht so ganz getroffen, aber dennoch finde ich ihn sehr unterhaltsamer Film. Und für die Optik ist das schon ziemlich cool gemacht worden. Würde ich aber auch jetzt so um die vorsichtige 6 Punkte geben. So. Jetzt kommen wir zu einem wirklichen Lieblingsfilm aus dem Jahre 2015. 16, Entschuldigung. Ich liebe den Film. Er ist spannend, er ist schnell, er ist unfassbar fies und ich muss ehrlich sagen, er passt zur heutigen Jugend, zur heutigen Zeitalter, denn heutzutage wollen alle ja hier immer solche Sachen nachmachen und so weiter und so fort und das auf Facebook und das immer größer und gefährlicher machen und dieser Film bringt es auf den Punkt, das ist der Film Nerve und ich muss ehrlich sagen, super genialer Film. Der steigt, es ist wie eine Achterbahnfahrt, dieser Film. Gerade vor kurzem auch wieder gesehen. Und ich muss sagen, gerade so gegen Ende hin ging es wieder so richtig schön von der Achterbahn abwärts. Alter, hat der eine Spannung. Er baut sich auf, hat gute Schauspieler, geile Optik. Der bekommt von mir definitiv eine gute 9 von 10 Punkten. Und dann komme ich zu einem Klassiker. Ja, klar. Phantom Commando mit Arnold Schwarzenegger in der Uncut-Version oder in diesem Fall Director's Cut mit über 150 Kills on screen, einer der heftigsten, einer der größten Bunny-Counts in Sachen Filmen. Geht's länger? Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ein sehr geiler Arnie-Film.
sollte man sich auf jeden Fall ansehen. Neben Terminator und Predator ist das wirklich ein Top-Film. Danach kommen wir hier zu einem Film, der leider ein bisschen gefloppt ist. Allerdings, ich mag ihn. Hat was Herr der Ringe-mäßiges, hat was sehr, hier wird auch noch Game of Thrones gesagt. Gut, Game of Thrones habe ich nie gesehen, interessiert mich auch nicht so. Also, ich will es jetzt nicht schlecht machen. Es hat seine Fans und ich will es euch nicht schlecht reden. Ich rede hier von Warcraft The Beginning. Auch wieder eine Videospielverfilmung. Und ich muss ehrlich sagen, geil gemacht. Optik geil. Story ist auch gut. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin zwar nicht der Warcraft-Fan, aber da gebe ich so einen leichten Angriff einfach nochmal. Ich hasse World of Warcraft. World of Warcraft ist eine der größten gehassten Spiele, die ich jemals kenne. Aber der Film absolut rein. Also grundsätzlich hat es ja aber auch noch was zur Story mit den ersten Teilen zu tun. Geiler Film. Geiler Film. Der bekam von mir auf jeden Fall auch eine 8,5 bis 9. Natürlich auch so in dem Stil 8,5 bis 9. So, dann der nächste Film und der ist durchgefallen bei den Kritiken, bei den Fans auch. Konstantin hat die Rechte, ist ein Marvel-Film allerdings und ich glaube, jeder weiß schon, verfilmt. Es ist die dritte Verfilmung jetzt schon. 94 in den 2000ern und 2015 kam Fantastic Four. Das Einzige, was ich cool finde von der Blu-ray, ist diese Optik hier mit dem Glänzenden. Aber der Film ist schwach. Ich muss ehrlich sagen, ich mag ihn nicht so ganz. Aber ich habe ihm gesagt, es ist ein Marvel-Film. Ich hole ihn mir von der Zange. Er hat gute Einfälle. Er hat eine geile Effekte. Das muss man ihm lassen. Gerade auch das Ding sieht aus wie ein Ding und nicht wie ein dahingepupster Stein. Das gebe ich ehrlich zu, aber dennoch ist er sehr, sehr schwer durchgefallen. Offiziell. Ich finde den jetzt auch jetzt nicht so prall und bekommt von mir auch nur Durchschnitt 4,5 bis 5. So. Ja, der nächste Blockbuster-Reihe, Trilogie, die Spider-Man-Trilogie. Ja, was soll man dazu schon sagen? Mit großer Machterfolg, großer Verantwortung. Alle drei sind richtig geile Filme. Ich liebe ja den dritten Teil, weil Venom vorkommt. Und wir können feiern. In diesem Jahr kommt ja der Venom-Film endlich. Yay! So, Spider-Man mit Peter Parker, Tobey Maguire hat schon eine geile Sache gemacht. Danach kam Andrew Garfield, der auch es nicht schlecht gemacht hat. Und Tom Holland macht auch keine schlechte Rolle als Spider-Man. Ich muss ehrlich sagen, mit den Spider-Man-Leuten haben sie ziemlich gut das hinbekommen. Meiner Meinung nach. Es gibt immer verschiedene Meinungen. Ja, und wo wir jetzt schon bei. Ja, hier habe ich dann Spider-Man Homecoming. Und ich muss ehrlich sagen, ich liebe diesen Film. Der Geier als Gegner mochte ich eigentlich nie so, bis dieser Film kam. Und Michael Keaton macht eine richtig geile Rolle als der Geier. Also muss man ehrlich sagen, Top-Film, geile Action, geile Optik und Iron Man mit dabei. Also, was will ich mehr? Also, 9 Punkte für mich. Ja, und jetzt kommt natürlich The Guardians of the Galaxy. Das ist Part 2 in der Steelbook. Ich habe schon den ersten Teil in der Steelbook. Den müsst ihr mir auch endlich mal ansehen, mal wieder. Und ja, ich sage nur, ich liebe den. Für mich ein definitiver 10er-Kandidat. Die Guardians 1 und 2 sind einfach geniale Filme. Und wir werden auf jeden Fall in diesem Jahr noch eine Rückkehr erleben von den Guardians. So. Und jetzt kommt mein persönlicher Lieblingsfilm aus dem Jahre 2017. Und ich gebe ehrlich zu, ich scheiße auf diese ganzen Kritiken, dass der so schlecht gemacht wird. Ich liebe diesen Film. Es ist jetzt schon der 5. Film, der rausgekommen ist und ich muss ehrlich sagen, ich finde, die Filme haben einfach geile Action. Es ist Michael Bay, er macht Action, ja. Es sind die Transformers einmal in der 3D Blu-ray, Blu-ray und Bonus-Disc und die Steelbook. Und ich muss ehrlich sagen, es ist doch einfach nur ein normaler Actionfilm. Er will nur unterhalten. Er versucht zwar noch ein bisschen Story aufzubauen, was jetzt hier und da zum Teil, da gebe ich euch ehrlich zu,
Das ist nicht ganz klappt, aber ich muss ehrlich sagen, was haben die schon für eine große Story auch? Und damals in der 90er-Serie, was war da eine große Story? Die haben dich einfach nur bekriegt, die Decepticons und die Autobots. Und was will man da für eine große Story machen? Deswegen, einfach nur berieseln lassen, einfach Kopf aus und einfach nur geile Action genießen. Was will man mehr? Transformers ist der Inbegriff von einem Actionfilm. Wenn man Fan von damals ist, dann ist man eben auch eben Fan davon. Und wenn man den schlecht machen will und sagt, ja, die haben ja keine Story und so weiter, hatten die damaligen auch eine Story? Nö, aber das habe ich gerade schon erklärt. Gut, das sind jetzt erstmal, ich mache jetzt hier erstmal einen kleinen technischen Schnitt und melde mich gleich zurück mit den Horrorsachen. Übrigens, Transformers, mir scheißegal, bekommt 10. So, wir sind immer noch bei den Filmen. Ich habe jetzt hier meinen kleinen technischen Schnitt einfach gemacht. Mache aber auch sofort weiter mit den Horror-Sachen. Und wir beginnen natürlich vom leichteren Horror bis zu den ganz, ganz harten Dingern. Oder den guten, guten Extra-Sachen. Und deswegen... Und da beginne ich erstmal mit einem kleinen Fehlkauf. Ja, nicht Fehlkauf, aber... Ja, unvorbereitetsten Kauf, den ich im letzten Jahr getan habe. Ich dachte, ich hätte ihn nicht bestellt. Ich habe ihn aber bestellt. Der liebe Patrick, der Alien Movie Express, schöne Grüße, weil wir hatten ja darüber gesprochen. Ich habe den unvorbereitet gekauft und ich muss sagen, ja, es ist Scooby-Doo, der Fluch des Seemonsters. Für kleine Kinder und für Fans von Scooby-Doo ist das wirklich eine nette kleine Sache. Nette kleine Story und nette kleine Effekte. Was ich nur schade finde, es gab nicht so viel Scooby-Doo-Action, aber dennoch klasse. Vor allen Dingen ist das auch noch so eine Geschichte, bevor diese ersten beiden kamen mit Matthew Lillard und so, Sarah Michelle Gellar und so. Ich muss sagen, gefiel mir. Und bekommen von mir noch eine gute 6. Dann ein Film, ein Schwarz-Weiß-Klassiker, und da muss ich ehrlich sagen, ich finde den als Schwarz-Weiß nicht schlecht. Das Ding aus einer anderen Welt. Ja, in so vielen Horrorfilmen kommt der im Fernsehen vor. Gerade auch bei Halloween kommt der drinne vor, der Film. Und ich muss ehrlich sagen, er funktioniert in Schwarz-Weiß. Ich mag ihn in Schwarz-Weiß. Deswegen, das Ding aus einer anderen Welt finde ich super, bekommt von mir aber auch erstmal nur durchschnittliche 5 Punkte. Das ist noch ganz gut dann für diesen Film. Aber dennoch will ich das nicht schlecht machen. Also ich finde 5 Punkte ist gerechtfertigt noch, weil das Meisterwerk kam danach von John Carpenter und an John Carpenters Klassiker kommt sowieso keiner ran. Dann wieder ein Original. Ja, ich habe ja Marco hat ja ein Lieblingsremake namens Der Blob und ich habe mir jetzt endlich mal das Original Mediabook geholt und ich muss ehrlich sagen, naja, fand ich nicht so berauschend. Also, ja, Schauspieler, ja, waren okay. Die Effekte, also der Blob selbst war, ich hatte danach Hunger auf Wackelpudding bekommen, sagen wir es mal so. Ja, wer das Remake kennt, wird, glaube ich, ein bisschen enttäuscht sein einfach. Ich muss ehrlich sagen, ich gebe denen eher nur 4 Punkte. So, dann kommen wir zu einem kleinen Clown-Film. Ja, und es ist nicht natürlich die Gegend. Nein, es ist eine britische Verfilmung, soweit ich das jetzt hier in Erinnerung habe. Das ist Stitches. Und ich muss sagen, wow, ist der cool, hat geile Effekte, ist recht witzig geworden. Und ich muss ehrlich sagen, passt. Ist ein netter kleiner Horrorfilm mit einem Clown. Kann man sich ansehen. Gebe ich getrost 6,5 bis 7. Jetzt kommen wir zu einer Serie. Ja, und ich habe endlich mir mal die Serie geholt. Ich wollte sie ja schon immer mal haben. Jetzt habe ich sie mir geholt für 20 Euro um den Dreh rum. Habe ich mir Ash vs. Evil Dead geholt. Und ich muss ehrlich sagen, klar, ich muss zwar noch die zweite CD sehen, aber die erste CD hat mir schon sehr viel Spaß gemacht. Ash mal wieder in seiner typischen Rolle. Absolut genial. Ich finde, die Serie ist wirklich cool geworden, hat geile Effekte.
Und es wird sich noch entwickeln und ich werde mir auf jeden Fall noch die zweite Staffel holen. Werde ich jetzt hier erstmal keine Punkte geben, weil das baut sich ja erstmal noch auf. Und deswegen. Dann kommen wir zu einem, ja, wieder zu einem zweiten Teil allerdings eines Originals aus den 90ern. Wobei es eigentlich schon einen zweiten Teil gab, und ich muss ehrlich sagen, das ist offizieller zweiter Teil, das ist Blair Witch. Und ich muss sagen, er hat zwar ein paar nette Einfälle mit der neueren Zeit, also mit den Smartphones, mit den Drohnen und so weiter, fand ich schon ziemlich cool. Allerdings muss ich ehrlich sagen, und die Atmosphäre ist auch sehr gut. Allerdings muss ich ehrlich sagen, das Finale war miserabel. Was die hier gemacht haben, hat den komplette Blair Witch irgendwie zerstört. Was das 90er aufgebaut hat, hat das hier einfach komplett zerstört, das Finale. Und das Geschrei geht mir sowas auf den Nerv. 4,5 Punkte. Dann vor kurzem gesehen, Hänsel und Gretel, war ja schon immer so beliebt und ich muss ehrlich sagen, ja, ich kann es verstehen, Film ist witzig, erzählt die Geschichte von Hänsel und Gretel nach der Hexe weiter. Kein Wunder, dass sie da noch Hexenjäger wurden. Und passt, hat sich gut gemacht. Geile Effekte, tolle Schauspieler. 7,5 Punkte. Dann natürlich der Klassiker Gremlins in der Doppel-Feature mit 1 und 2. Und ja, ich glaube, ich muss zu Gremlins jetzt eigentlich nicht mehr sagen. Die sind putzig, süß und gefährlich. Ich liebe diese Filme. 8,5 Punkte. Den ersten würde ich sogar noch 9 Punkte geben. Dann eine der besten Hai-Filme aus der neueren Zeit. Man hat zwar bemerkt, dass diese technische Sache mit dem Computer, dass da was war. Allerdings muss ich ehrlich sagen, Deep Blue Sea funktioniert als Hai-Film. Besser als jeder heutzutage Film. Ich sage nur Sharknado. Und die Schauspieler astrein bekommen von mir 7,5 bis 8. Wenn wir schon auf dem Weitem des Ozeans sind, kommen wir mal gleich auch zu Ghost Ship. Und ich muss ehrlich sagen, ist ja auch einer meiner Lieblingsfilme aus den 90ern. Und ich muss sagen, saugeile Atmosphäre, spannend gemacht. Man kann mitfiebern. Und auf Blu-ray ist das noch geiler. 8,5. Dann kommen wir zu einem, also ihr seht, dadurch, dass ich vier Filme hier habe und ja noch zwei Specials kommen, will ich das hier jetzt mal bam machen. Aber ich glaube, fast jeder kennt die Filme, die ich hier vorstelle, einfach. Und da ist das nichts Neues. Ja, aber jetzt habe ich mir einen Wes Craven Klassiker geholt. Wes Craven, ich stehe auf Wes Craven Filme, das ist der Film Schocker. Ich kannte ihn nur damals zehnweise aus dem Film. Jetzt kam der raus, ungekürzt endlich mal, und ich muss ehrlich sagen, mir gefielen diese Anfangseffekte. Ist ja ein Film aus den 80ern, Ende 80er, 89 kam der, das war so dünner, das konnte ich kaum erkennen. Ich muss sagen, Schauspieler waren gut, Effekte waren nett, Story war auch ganz nett. 7 Punkte. So, dann kommen wir zu einem sehr, sehr spannenden Film. Das ist Don't Hang Up. Das Cover könnte schon leicht so von Don't Breath sein. Ich muss ehrlich sagen, es hat auch was Kleines von Don't Breath. Allerdings auch gemischt mit so ein bisschen Paranormal Activity. Allerdings jetzt nicht paranormale Sachen. So, allerdings einfach so mit Kameras und so weiter und so fort. Hier wird auch noch mit Saw-Momenten gemacht. Er ist zum Teil blutig, aber Saw-Momente würde ich jetzt eher weniger sagen. Aber er hat schon recht zum Teil blutige Szenen. Spannend gemacht, das muss man schon sagen. Und jetzt kommen wir zu einem der krassesten Psychofilme, die ich in den letzten, Horror-Psychofilme, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Also dieser Film hat mir echt die Schuhe ausgezogen, sage ich erstmal so. Gut, ich habe jetzt auch keine Schuhe an. Aber das ist der Film offen. Ich habe mich ja lange darum so ein bisschen gesagt, hole ich ihn mir nicht. Ich habe ihn endlich geholt. Holy shit. What the fuck. Und dann noch dieses Ende. Alter, seht ihn euch selber an. Dauert zwar etwas länger mit über 2 Stunden, aber er ist nicht langweilig. Die Schauspieler sind gut.
Und der Plot-Twist am Ende, Alter. Was geht denn da ab? Also bekommt von mir, ist von mir ganz, ganz hoch bewertet, 8,5 bis 9. Dann natürlich habe ich mir Gott sei Dank jetzt endlich die Doppelpack geholt. 28 Days and Weeks Later. Und ich muss sagen, ja, ich bin Fan von dem Film. Ich mag zwar mehr den zweiten Teil, weil er ein bisschen schneller ist. Allerdings muss ich ehrlich sagen, beide Filme sind schon gut. Ich würde jetzt sagen, bei beiden würde ich jetzt so um die 8,5, so 8 bis 8,5. Dann der Klassiker Halloween Age 20 habe ich mir jetzt auch endlich mal auf Blu-ray geholt, damit ich ihn auch nochmal auf Blu-ray sehen kann. Muss ich was dazu noch sagen? Eigentlich nicht. Michael Myers in schönem 7. Teil, Laurie Strode, aka Jamie Lee Curtis ist wieder back und wir freuen uns, in diesem Jahr kommt wieder Halloween mit Jamie Lee Curtis wieder zurück. Saugeil, Halloween Age 20, absolut sehenswert. Bekommt von mir 7,5 bis 8. Dann der jetzt schon bereits 6. oder 7. Teil von Chucky, Cult of Chucky. Ja, war schon ganz nett, muss ich ehrlich sagen. Das in so einer Psycho-Anstalt, das muss ich ehrlich sagen, leicht passte es, war schon leicht genervt, manchmal von manchen Charakteren. Schauspieler waren, naja, also ich gebe dir noch getroste 6 bis 6,5 noch. So, jetzt kommen wir wieder zu 4 Media Books, das sind jetzt dann erstmal die letzten aus dem Horrorbereich. Und dann springen wir zu den Special Editions. So, da haben wir das Mediabook von Werwolf von Tucker Mills. Als ich die Ankündigung sah, dass Werwolf von Tucker Mills als Mediabook kam, da habe ich mir sofort gesagt, das unterstützt du, das ist einer deiner Lieblingswerwolf-Filme. Und ich habe mir den geholt. Und ich muss sagen, ich liebe den Film immer wieder. Ich kann ihn immer wieder anschauen. Extrem spannend, zum Teil recht blutig, geile Atmosphäre und ein guter Wolf. Bekommt von mir 8,5. Und natürlich starker Einfluss Stephen King. So und jetzt wird's. Ich wollte hier auch nochmal anschreiben. Genau. Jetzt wird's komisch, denn ich habe jetzt hier die beiden Mediabooks von Leprechaun 2 und Leprechaun Origins. Sprich jetzt mal über Leprechaun 2. Es gibt einen Fehler erstmal hier. Hier habe ich nämlich die CDs von Leprechaun Origins, aber der Inhalt Leprechaun 2. Ja, ich mag die Leprechaun, ich mag den grünen kleinen Kobold. Ich habe fast alle, mir fehlt nur noch Back to the Hoods jetzt. Dann habe ich alle. Und ich muss sagen, mir gefällt der zweite Teil. Ist einer meiner Lieblingsteile aus der Reihe. Und er ist noch ein bisschen boshaftiger, ein bisschen grausamer unterwegs. Ein bisschen mehr splatterhaft geworden. Und ich muss ehrlich sagen, geiles Ding. Ich mag ihn. Super Ding, ich bekomme von mir 8,5 Punkte. So, im Gegensatz zu Leprechaun Origins. Ich muss ehrlich sagen, sie haben zwar ein Reboot gemacht, das neu angefangen. Hier ist nichts mit dem kleinen grünen Kobold, der alle zu Ende, zu Tode quasselt oder dumme Sprüche macht. Die haben hier daraus einen Monster-Creature-Film wieder gemacht. Ich muss ehrlich sagen, ich finde es gar nicht mal so verkehrt, weil wieso muss ein Reboot oder ein Remake immer das gleiche sein, was das Original gemacht hat? Da muss ich ehrlich sagen, es war okay, der Film, fand ich. Ich fand die Atmosphäre, die Schauspieler waren jetzt nicht das Gelbe vom Ei, aber ich muss ehrlich sagen, ich finde ihn nicht schlecht, aber auch nicht so gut. Er bekommt von mir noch nur 5,5. Weil ich sage mir, wieso muss ein Reboot, ein Remake genau das gleiche sein? Bei manchen Sachen, da würde ich jetzt nicht sagen, also wie bei Dawn of the Dead oder Last House on the Left gerade. Marco, Last House on the Left ist ja auch so fast 1:1. Aber wieso muss das immer 1:1 sein? Die haben hier was völlig anderes gemacht, was zwar schade ist zu den Fans von der Originalreihe, das gebe ich auch ehrlich zu. Aber ich muss ehrlich sagen, ein Reboot, ein Remake. Klar, es heißt zwar, dass es dann immer auch so etwa sein soll, in etwa sein soll. Aber ich muss ehrlich sagen, ich fand ihn nicht schlecht. Bekommen von mir, wie gesagt, 5,5.
eine wirklich durchwachsene Sache. Und zum Teil so leicht blutig auch gehalten. So, und dann kommen wir zum nächsten. Und das ist jetzt hier der vor kurzem erschienene. Und jetzt habe ich alle Leatherface-Teile. Ja, das Leatherface-Mediabook. Es gab drei. Cover B ist ja schon wieder utopische Preise, aber mir gefiel dieses Cover hier am besten. Und ich muss ehrlich sagen, der Film, naja. Hier sieht es so, sieht von hinten aus. Und ja, also der Anfang war gut, das Ende war gut. Der mittlere Teil hat mich an den Road-Movie à la, na, wie heißen sie, Devil's Rejects erinnert. Ja, muss man jetzt, glaube ich, nicht unbedingt sehen. Allerdings, ich fand ihn ja so sehr durchwachsen. Ich gebe ihm noch vorsichtige 6 bis 6,5. Ja, und damit sind wir mit dem Horror fertig. Ihr seht, es ist schnell passiert. Aber es geht jetzt gleich weiter mit den Special Editions. Es tut, wer sagt, oh Gott, wieso so ein langes Video? Es heißt Mega Update. Und Mega Update hat nun mal viele, ich will viele Sachen vorstellen. Ich hätte es auch in einzelne Parts machen können und hochstellen können. Aber ich will alles in einem. Es soll den Namen Mega Update gerecht werden. So, ab zu den Special Editions. So, jetzt kommen wir zu dem ersten Special Update und ich muss ehrlich sagen, es wird retromäßig und wir hatten zwar mit den Mediabooks aufgehört. Wir kommen gleich nochmal zu ein paar Mediabooks. Allerdings möchte ich euch erstmal schöne kleine Retro-Sachen, drei kurze Sachen vorstellen. VHS, Nightmare on Elm Street, die niederländische Fassung. Ich mag das Cover, auch wenn es so leicht gewählt ist. Das stört mich jetzt nicht wenig. Aber ich muss ehrlich sagen, geiles Cover. Das muss man schon ehrlich sagen. Und ja, natürlich auch Uncut, wie es sich gehört. Ja, Nightmare. Ich freue mich, dass ich jetzt den ersten auf VHS habe. Und dann geht's natürlich weiter. Ich habe natürlich einige VHS wieder bekommen. Also ich kann Retro Großschreiben wieder bei mir. Da habe ich zuerst dann Halloween. Und das Geile ist in dem blauen Astro-Rücken Version. Geil. Wollte ich schon immer mal haben. Ja. Und wenn ich schon beim ersten Teil war, komme ich auch zum zweiten Teil in englischen ungeschnittenen Fassung aus England. Geil. Also beide ersten Teile von Halloween to the Complete. Vielleicht baue ich es auch auf. Wieder auf VHS. So. Und jetzt hatten wir ja schon mal 4 Themen. Wir haben, jetzt kommen wir zu einem, ja, zu einem Cult Slasher. Schlechthin allerdings. Gehört das jetzt zu dem Special auch noch dazu? Freitag der 13. Das Spiel endlich auch mit Offline-Modus. Finde ich schon cool. Also als Jason mal endlich rumzuschlachten, ist mal wieder richtig geil. Wut rauslassen, ey, par excellence. Und ungeschnitten hier in Deutschland. So, und wenn wir schon bei Jason waren. So, und jetzt kommen wir natürlich, denn es gab ja im letzten Jahr 4 Sachen, die rausgekommen sind, noch zum Schluss des Jahres. Freddy der 13. Part 1 und ich muss ja ehrlich sagen, die Mediabooks waren ja, sehr mit Kritiken durchgedacht. Von außen hui, von innen pfui. Wobei ich bei dem Mediabook richtig angetan war. Das fand ich noch ganz gut. Hier hinten haben wir dann dieses typische Inhalt, technische Daten und so weiter. Vorne haben wir dann dieses Logo dann hier. Und dann noch mit dem dann dieses Retro und dann hier der Schriftzug. Hinten haben wir fast ja nichts. Hier haben wir die Blu-ray, die DVD. Und was ich jetzt hier allerdings extrem gut finde, dass die hier noch ein bisschen was über den Cast bringen. Dann auch nochmal über die Traumsequenz, gerade am Ende. Traumsequenz? Fragezeichen.
Ja, also da hat man, da, bei dem ersten muss ich ehrlich sagen, da hat man sich noch ein bisschen Gedanken gemacht, die Effekte natürlich. Allerdings, ich hätte es mir ein bisschen mehr gewünscht. Ich glaube, das hat sich jeder so ein bisschen gewünscht, dass es ein bisschen mehr wird. Aber nun gut. Dann natürlich auch genau das gleiche, alle sind jetzt genauso gleich aufgebaut. Part 9, Jason Goes to Hell. Zack, hier ist dann auch so wieder. Aber hier haben sie bei Part 9 und Part 10 haben sie einen kleinen dummen Fehler gemacht, finde ich. Und das wird eigentlich bei Fantasy irgendwie jeder hier. Während sie mal wieder hier, die haben hier nur Bilder und Texte kurz reingemacht. Aber am Ende haben die wirklich die Blu-ray von Jason X und Jason Goes to Hell gemacht. Das hätte man nicht machen können. Da merkt man auch schon schöne Repacks, also schöne Anführungsstrichen. Ja, und dann packe ich auch gleich hier nochmal Jason X dazu. Also, was ich geil finde, sie haben wirklich die Cover gleich gelassen. Finde ich toll. Finde ich super. Allerdings, die hätten sich von außen ein bisschen oder innen Teil bisschen mehr Mühe geben können, auch vom Booklet her. So, dann kommt jetzt zwei mit dem zweitbesten Cover von diesen vier, finde ich, Freddy vs. Jason. Ich mag die Klaue mit dem halb zerfetzten, mit der halb zerfetzten Jason-Maske. Und ja. So, und damit habe ich ein und hier auch wieder genau das gleiche aufgebaut. Paar Bilder, bisschen Text dazu. Ja, und ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt alle Mediabooks komplett, Gott sei Dank. Auch wenn die leider nicht zu den anderen passen. Schade. Da hätte man sich wirklich ein bisschen mehr trauen können. Gut. Geht's weiter. Und ihr merkt, ich haue hier Klassiker um Klassiker raus. Gleich sind wir hier auch mit dem ersten Special fertig und dann geht's zum letzten Special. So, was haben wir denn hier? Unten, denn ich habe hier alles unten. VHS-Kassetten wieder. Ja, von wo wohl nur? Ich weiß es nicht. Ich habe ja das hier mit dem Retro-Cover. Geiles Ding. So, und jetzt mal kurz das schauen nochmal. Ach so, ja. Jetzt habe ich auch Part 2 im Retro-Stil. Das sind allerdings alles niederländische Fassungen oder ausländische Fassungen. Allerdings alle mit dem Retro-Cover. Part 2. Geiles Ding. Part 3. Auch wieder geiles Ding. Part 4. So, mach ich mal lieber so. Auch cool. Und jetzt kommen richtig coole Cover. Und ich schade, dass das nicht auf die VHS draufgekommen sind, diese Cover. Part 5, auch wenn ich den überhaupt nicht mag. Jeder weiß weswegen. Part 6, einer meiner absoluten Lieblingsteile, auch in diesem Retro-Cover. Geiles Ding. Absolut geil. Und The New Blood, also Part 7, auch wieder mit diesem Retro-Cover. Und ich muss sagen, gefällt mir auch sehr gut. Ja, und ja, ich zeige es gerne noch einmal. Plus dann eben noch die beiden Spiele. Jason, also der ultimative Jason Hunter. Sag ich mal so dazu. Denn ich habe jetzt DVD, Blu-ray und Mediabooks komplett. Jetzt versuche ich noch auf VHS aufzubauen. Ich bin da noch am Verhandeln mit jemandem. Und ja. Mal schauen, wie es aussieht. Damit sind wir mit dem nächsten Special fertig. Ja, und herzlich willkommen zum letzten Special Update dieses Mega Updates. Ja, ich habe es schon angekündigt, dass es ist das letzte. Wir sind dann so gut wie durch hier mit dem Update. Aber dieses eine Special Update, das lasse ich mir nicht nehmen, denn es hat was auch hiermit zu tun, mit Umbrella. Ja, eher gesagt mit ja, dem Spiel, was mit Umbrella zu tun hat. Was ist denn jetzt hier los? Ja, Resident Evil, ja. Wie soll das auch anders sein? Nichts geht über Resident Evil bei mir, also Entschuldigung.
Ja, und ich habe natürlich einige neue Sachen bekommen und die möchte ich euch natürlich auch nochmal vorstellen. Gerade ich als Resident Evil Fan. Und ich habe es ja auch vorhin im ersten Part angekündigt, im Gaming Update. Wir werden etwas Altes Bekanntes wiedersehen, denn das hier. Dieses Remake hatte ich ja jetzt ein zweites Mal bekommen. Ich freue mich drüber. Mehr erzählen brauche ich jetzt darüber ja wohl nicht mehr. Allerdings werden jetzt hier schöne Sachen nochmal vorgestellt. Und bam. Jetzt muss ich noch ganz kurz schauen. Okay, alles klar. So, da habe ich mir aus Japan etwas importieren lassen. Ich freue mich mega drauf. Das ist dieses Teil hier. Das ist direkt aus Japan. Gameplay eigentlich total gleich. Ich mag nur dieses Cover hier mit dem Auge. Und was ich auch sehr geil finde, es passt zusammen sehr gut mit meinem Soundtrack dazu, was sehr geil ist. Und hier haben wir, was es ja hier bei uns nicht gibt, hier unten dann immer das Genre Survival Horror steht dann hier. Und hier hinten haben wir dann alles Japanische. Also, ja. Biohazard. Ja. Dann habe ich mir wieder auch hier, endlich habe ich die Version, war ja auch eine Version, die ich schon haben wollte immer. Ich habe sie auf dem PC, diese Edition, jetzt habe ich sie auch auf für die PlayStation, das ist nämlich die White Edition. Es gibt zwar auch ohne diese Value Series Sache, trotzdem dennoch wollte ich die haben, dann die deutsche Fassung und leider nicht zu vergleichen mit dem DC, also mit dem Director's Cut. So, dann habe ich hier auch wieder aus Japan mir importiert. Biohazard Gun Survivor mit diesem schönen Cover, was ich richtig nice finde. Innen drin sieht die CD dann so aus. Finde ich schon geil. Schon ziemlich cool. Und dann endlich eine Fassung, die ich auch schon länger haben wollte. Ist aber für die Dreamcast, die ich ja hier auch habe. Biohazard Code Veronica mit diesem roten, ja, ich sag jetzt mal Schuber. Das ist das Cover, was hinten bei Claire auf dem Hemd ist oder auf der Weste im zweiten Teil. Und das ist hier auch wieder eine japanische Sache, auch wieder importiert aus Japan für die Dreamcast. Und das Geile ist dann auch hier wieder. Hier ist das schwarze Symbol nochmal, was wir ja auch schon hier hatten. Hier haben wir dann die Bedienungsanleitung und dann die zweite in weiß. Nice. Und das sind jetzt erstmal die Spiele plus der eine Soundtrack. So, jetzt kommen wir was zu etwas, ja, zum Teil raren, zu einer sehr schönen Rarität. Ich freue mich so sehr darüber. Das ist der Film-DVD-Book namens Incubate zu Resident Evil 4. Auch wieder aus Japan importiert. Es ist sehr schön bebildert. Es ist eigentlich mehr so hier ein Artbook meets mit der Geschichte zu Resident Evil. Also wie diese Dorfbewohner da zu solchen, ja, Las Plagas wurden. Das wird hier alles auf japanischer Schrift erklärt. Hier, ich zoome mal, ich pack das mal hier ein bisschen mehr ran, dann sieht man's. Wird erklärt. Dann haben wir hier was ganz Cooles. Dann haben wir hier zum Schluss nämlich noch eine CD. Ja, und in dieser CD, da sind alle Filmsequenzen drinne aus dem vierten Teil, also die hat daraus hat man dann auch einen kleinen, ja, kann man sagen, Film gemacht. Aus diesen Videosequenzen und dann auf diese CD gepackt, zusammengepackt in diesem schönen Artbook, kann man schon sagen, mixt mit der Geschichte, wie die Dorfbewohner so zu Psychos wurden. Richtig nice, finde ich richtig nice, ist auch schön nice eingepackt. Hat mich, glaube ich, so um die 10 € gekostet.
ist ein guter Preis. Kann man schon sagen. So, und jetzt kommen wir nochmal zu zwei Filmen. So, und der erste Film. Schlechtester Film aller Zeiten. Oder schlechtester Film der kompletten Reihe. Aber die Edition ist die niceste. Und da will ich auch nochmal ein bisschen mehr aufbauen. Das ist die Zavi-exklusive Sache nämlich hier. Es war hier so ganz leicht eingedellt hier unten. Trotzdem, aber ich finde, dieses Cover ist schon ziemlich geil mit dem Nemesis hier. Also da hat man, das finde ich schon ziemlich nice. Wie gesagt, exklusives Zavi. Schlechter Film, geile Edition. Und ihr wisst, weswegen ich den Film scheiße finde. Und er auch immer scheiße sein bleiben wird. So, aber im Gegensatz. Jetzt zum nächsten. Und ich freue mich, dass ich es endlich habe. Endlich. Es war einer der Editionen. Oh, ich musste kurz was trinken. Es ist einer der Editionen, die ich schon immer haben wollte. Ich freue mich darüber. Sehr, 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 sehr. Denn endlich habe ich die Version Resident Evil Afterlife mit der Version des Mangini. Ja, und hier haben wir die Figur des Mangini. Ich pack die extra nicht aus. Die soll schön eingepackt bleiben. Ich will darauf nichts Schlimmes haben. Meine erste Resident Evil Figur könnte man sagen, wenn man diese nach Pop Dinger da nicht mitzählt. Meine erste richtige Figur. Hier sind unter anderem auch Postkarten drinne. Allerdings habe ich jetzt hier, ja, mein Standardsatz, habe ich mal was vorbereitet. Ja, und da habe ich dann hier so die History of Biohazard. Hier wird alles erklärt zu den Charakteren, natürlich alles wieder in japanischer Schrift, weil Import natürlich. Ich musste deswegen zum Zoll. Zum Zoll musste ich da und 10 Euro noch zahlen. Aber dafür, das sind 60 Euro, habe ich dafür gezahlt. Mit Zoll. Passt schon. So. Und was ich ganz scheiße finde, das können Sie mal gleich nicht streichen hier. Die Story von den Spielen zu den Filmen. Really? Denkt ihr echt, dass die Filme zu der Spielereihe gehören zur Story? Also, ich erkläre euch. Biohazard 0, also Zero Teil, steht einzeln. So, parallel zum ersten, noch vor dem zweiten soll Resident Evil 1 spielen. Ja, kann man aber auch noch vor Zero vielleicht spielen oder neben Zero kann man auch noch machen. Dagegen habe ich nichts einzuwenden. Aber dann geht's los. Resident Evil 3, das Spiel, spielt parallel zu Resident Evil Apocalypse. Schon mal der erste Denkfehler, weil Apocalypse war nie aufgebaut, auch wenn Nemesis darauf auftaucht. Und die ganzen UBCS und so weiter, so weiter und so weiter. Das ist ja noch alles ganz gut. Das war ja noch ganz gut aus dem zweiten Teil. Allerdings haben den Denkfehler da oben gemacht, die Macher. Denn der zweite Film kann niemals während 3 und vor 4 spielen, weil UBCS ist total falsch aufgebaut worden. Es gibt einen Verräter darunter, was ja mal wohl gar nicht dazu gehört. Dann Nemesis gegen Alice hat so nie stattgefunden. Bitteschön. Alice sowieso ist der größte Fehler vom Film her. Also, da denke ich mir, hallo? Das ist der größte Schwachsinn, den ich hier kenne, was ich hier sehe. Also, erster Teil kann ich vollends verstehen, spielt zwischen dem ersten und vor dem zweiten. Kann ich vollends verstehen, würde ich auf jeden Fall auch so bekräftigen. So.
Aber den zweiten Film während Teil 3 zu machen, ab da ist das nur schon eine komplett andere Story aufgebaut, als da, was die Filme da machen, anstatt was die Spiele dann gegeben haben. Also, ach ja, und dann noch die Licker. Die schleichen sich an, indem sie die Zunge mit der Zunge die Schlange, ihre Zunge als Schlangenart einsetzen und dann die gegen angreifen. Die greifen mit der Zunge an. Deswegen ist es der einfach der schlechteste. Alle Resident Evil Fans, denkt doch mal drüber nach. Vom Stil her ist er vielleicht gut. Von den Monstern her ist er auch vielleicht gut. Und von den Stars und von und Nemesis und bla bla weiß ich. Ja, ist er vielleicht gut. Aber denkt doch mal logisch der Story nach. Und Story, von der Story hat der zweite Teil nichts mehr mit Resident Evil zu tun. Naja, auf jeden Fall, der dritte Film steht allein für sich, spielt ja nach dem zweiten Teil. Biohazard 4 spielt parallel zum vierten Film, vor dem fünften. Und das vierte und fünfte Spiel, ja, dazwischen kommt ja natürlich noch die Generation. Also, die haben hier wirklich einige Scheiße aufgebaut, ganz ehrlich. Gar nicht zu vergleichen mal, also. Aber trotzdem ist das Ding hier sehr nice. Hier haben wir dann noch mal ein paar Charaktere. Hier oben ist wohl der beste Charakter von den ganzen Filmen. Sean Roberts als Albert Wesker. Geil gemacht. Und dann haben wir hier auch noch mal Resident Evil, die natürlich Gegner. Hier haben wir dann noch mal den Mangini in ausführlicher Form. Also da haben sie, und natürlich hier, wie soll das auch anders sein, Nemesis und Lickers. Also sehr nice, muss ich ehrlich sagen. Und hier haben wir dann noch mal ein paar Bilder. Das war das kleine Büchlein noch dazu, zur Geschichte von Resident Evil Filmen. Also, ihr wisst jetzt, weswegen ich den zweiten Teil hasse, weil ich habe es euch gerade aufgelistet. So. So, und der Film ist hier folgendermaßen aufgeführt. Nochmal so in so einem kleinen Halterung. Und ich muss sagen, der Film ist ja wirklich sehr genial eingefallen. Man kann das hier entweder als Front nehmen oder das hier. Ich muss ehrlich sagen, mir gefällt das hier mehr als wegen Umbrella Logo natürlich. Dann ist natürlich dann ein Schuber. Und hier haben wir dann alles. Dann nochmal. Ich weiß jetzt gar nicht, ob der jetzt auch auf deutschen Playern läuft. Ich probiere es einfach gleich mal. Ja. Ja, das war dieses. Obwohl, doch, müsste abspielen, weil es Region 2 ist. Also. Geil. Ich kann es so abspielen. Ob es dann aber auch auf deutscher Sprache ist, ist natürlich jetzt die nächste Frage. Das war Resident Evil 4 Afterlife, die Collectors Box. Wie gesagt, das hat mich 50 Euro gekostet. Wenn man den Zoll mitberechnet, dann 70. 60. Und ich muss ehrlich sagen, das lohnt sich dann dafür. Wenigstens. Also, ich muss schon ehrlich sagen, also ich bin schon mega stolz auf meine Resident Evil Sammlung. Vielleicht mache ich noch mal ein kleines Overview, wenn es gewünscht ist. Von der kompletten Story, von meiner kompletten Sammlung. Ich muss auch sagen, hat auch ein schönes Gewicht, liegt natürlich auch an der Figur hier. Und ja, das, Ladies and Gentlemen, war mein Mega-Update. Wir haben es geschafft. Ich mache jetzt so kurz, gleich noch mal kurz ein Nachwort. So, jetzt kommt noch mal mein Nachwort. Zu dem Ganzen, ich hoffe, das Video hat euch erstmal richtig gut gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch gut unterhalten mit diesem großen Mega-Update. Ich hoffe, es war für jeden was dabei. Denn ich habe eigentlich so gut wie alles immer vorbereitet. Eine Sache möchte ich euch aber noch vorstellen. Denn das habe ich vor kurzem von einer Bekannten bekommen. Ein Poster.
Filmposter. Dazu fehlt mir noch die richtige Steelbook und dann bin ich zufrieden. Jetzt. Ja. Es ist dieses rote Ghost in the Shell Poster. Richtig geil. Habe ich von einer Bekannten bekommen. So eine Art Weihnachtsgeschenk. Finde ich richtig geil. Das ist genau das gleiche Cover, was die Steelbook hat. Fehlt mir nur noch die Steelbook und es wäre das perfekte Abschluss. Ja. Um das nochmal gründlicherweise abzuschließen. Ja. Wie ich schon sagte, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, dieses Update. Ich würde mich auch regelmäßige Kommentare natürlich freuen. Was sagt ihr zu der Sammlung? Ja, was hat euch eher angesprochen? Was nicht? Vielleicht das könnt ihr auch ruhig mal schreiben. Ja. Lasst es mich wissen. Ich bedanke mich für das regelmäßige Teilnehmen an dem Video, auch wenn es ein bisschen länger gedauert hat. Trotzdem danke fürs Durchhalten. Und ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag. Wann immer ihr das sehen sollt, wünsche ich euch einen schönen Tag. Und macht's gut. Ich bin wieder raus. Euer JK's Forever, the one.